Vielen Dank, Herr Cavaglio. Ja, den Titel haben wir jetzt schon gehört. Kommen wir zu kurz zu meinem Interessenkonflikt. Den muss man jetzt heutzutage ja nennen, dank dem Sunshine Act aus den USA. Es ist so, also dieses Webinar ist gesponsert von Produit Dentaire. Das ist eine kleine Schweizer Firma, die sehr nett ist. Deswegen habe ich das überhaupt gemacht. Und mein Interessenkonflikt sieht folgendermaßen aus. Ich bin an der Uni nur 4 Tage angestellt. Ich habe ein kleines Startup-Unternehmen mit meinem guten Freund zusammen. Das heißt Smartodont. Wir entwickeln Dinge für die Dentalindustrie. Und das eine oder andere, was man im Vortrag sieht, haben wir entwickelt. Ich sage es dann, wenn es kommt. Das eine sind diese durchsichtigen Zähnchen, die man sieht. Das andere ist so ein Spülmittel. Und das ist alles über Verträge mit der Uni und der ETH gesichert. Also nur so viel dazu. Das interessiert wahrscheinlich die wenigsten, aber ich muss es einfach immer sagen, wenn ich so einen Vortrag mache, wo was vorkommt, was ich tatsächlich mitentwickelt habe. Okay, gehen wir gerade mal in medias res, wenn wir jetzt mal schauen, was ist überhaupt das Problem, warum wollen Zahnärztinnen und Zahnärzte überhaupt Endovorbildungen machen? Der Grund ist ja tatsächlich, dass viele der Wurstkanalbehandelnden Zähne insuffizient behandelt sind. Wenn man also Querschnittstudien anschaut, das kann man in Deutschland machen, Schweiz, Österreich, Südamerika, es gibt Daten von ganz vielen Ländern, eben zeigen, dass wurzelnah behandelte Zähne mit chronischer apikaler Parodontitis vergesellschaftet sind. Jetzt, wenn man so Studien anschaut, Longitudinalstudien, wo man mal die Fälle nachverfolgt, die sauber behandelt werden, an der Uni von Studenten, dann hat das eine sehr hohe Heilungsrate, nämlich im Rahmen von 80 bis 90%. Jetzt, was ist der Grund dafür? Darauf will ich ein bisschen in diesem Vortrag eingehen. Der Grund ist natürlich tatsächlich, die einen machen Wurzelkanalbehandlungen sauberer als die anderen. Jetzt im Englischen gibt es so einen Ausdruck, der heißt, there is many ways to skin a cat. Okay? Es gibt nicht einen Weg, das zu tun. Es gibt verschiedene Wege. Vieles hängt davon ab, wie man behandelt, wie das Praxisumfeld ausschaut, welche Geräte man besitzt und so weiter. Ich will hier ein bisschen einen relativ einfachen Weg vorstellen, so wie ich es ungefähr mache und das begründen aus der Literatur. Grundsätzlich ist es so, wenn wir Wurzelkanalbehandlungen machen, wollen wir zwei Dinge. Wir wollen den Zahn sauber machen. Und wir wollen diesen irgendwie wieder füllen. Nein, im Moment machen wir das noch mit Sealer und irgendwelchen Gutta-Perca-Spitzen. In Zukunft werden wir vielleicht wieder Gewebe da reinwachsen lassen in den Zahn. Aber auch dann müssen wir ihn irgendwann sauber kriegen. Jetzt das mal ein typisches Beispiel aus der Privatpraxis. Ich behandle an der Uni, ich habe Privatpraxis an der Uni. Das ist was Spezielles in Zürich. Also ich lebe eigentlich mehr oder weniger von meinen Behandlungen. Muss ich sie versuchen, auch gut zu machen. Und ich arbeite rein auf einer Überweiserbasis, also ich kriege nur überwiesene Patienten. Und das ist zum Beispiel so ein Fall, so ein typischer Fall, den man heutzutage so bekommt, von einem Kollegen, der ist eigentlich ein guter Prothetiker. Er hat diese Patientin mal behandelt, das ist eine junge Dame, so 40. Und die hatte Schmerzen an dem Zahn, hatte einen Crack. Zahn 1,6, hat dann mal eine Endo eingeleitet, die Schmerzen haben nie aufgehört und irgendwann wurde der Schmerz ein bisschen chronisch nach seiner Wurzelkanalbehandlung und so ein halbes Jahr später hat sie dann sogar einen Abszess gekriegt über der Mesiobukalwurzel. Was ist da passiert? Der Zahn ist eindeutig unterbehandelt. Das heißt, da ist man irgendwie fast irgendwie halb auf die Länge gegangen. Er hat sogar den vierten Kanal gefunden, den zweiten mesiobukalen Kanal. Aber er hat es einfach zu wenig gereinigt. Und bei einem vitalen Fall, was passiert da? Und das sehe ich einfach immer häufiger jetzt auch in der Praxis. Es bleibt einfach Gewebe zurück. Das ist so aus einer Studie, die wir mal in Brasilien gemacht haben, an frisch extrahierten Zähnen, die vital waren, also noch Pulpergewebe drin hatten. Wenn man das nur einfach aufbereitet mit rotierenden Instrumenten, ein bisschen drin rumspült, passiert da relativ wenig. Das heißt, je weiter wir zum Apex kommen, je mehr wir so Ramifikationen und komplexe Anatomie haben, desto mehr Gewebe lassen wir zurück.
Wenn wir dieses Gewebe zurücklassen, wird es logischerweise nekrotisch, weil es hat keine Blutzufuhr, wenn wir die Wurzelkanalbehandlung gemacht haben. Und was passiert dann? Es besiedelt sich mit Mikroorganismen, weil der Mund ist voller Mikroorganismen. Haben wir einen Zahn, der bereits natürlich eine apikale Aufhellung hat, die Pulpa bereits nekrotisch ist, sind wir bereits an der Stelle, über die ich jetzt spreche, nämlich wir haben Mikroorganismen in dem Wurzelkanal und diese sind organisiert. Das weiß heute jeder, die sind in Biofilmen organisiert. Wenn ein Zahn also einen länger währenden Infekt hat, hat der so einen Biofilm drin. Biofilm übrigens ist einfach ein Begriff aus der Biologie von Costerton, von Bill Costerton, der hat damals extra zelluläre Polysaccharide bei Bakterien untersucht und war auch ein lustiger Wandervogel und ist mal wandern gegangen und hat dann in einem Bach gemerkt, einem Bergbach, dass diese Steine, die so schlüpfrig sind, da ganz viele Mikroorganismen drauf haben. Und diese Schlüpfrige, das ist eben die Matrix von diesem Biofilm. Aber darauf komme ich noch später. Das ist ein biologisch relativ wichtiges Konzept. Kommt das auch in Zähnen vor? Natürlich, das hat man schon vor Costerton eigentlich gewusst, respektive parallel zu Costerton. Costerton hat seine ersten Publikationen in den späten 70er Jahren gemacht dazu. In den 80er Jahren hat schon Neyer und Luder haben schon publiziert in der Schweizerischen Monatsschrift, dass eben in Zähnen mit apikaler Parodontitis nicht nur diese freien Bakterien oder FB, wie es hier heißt, vorkommen, sondern eben auch haftende Bakterien, sprich Keime, die an der Wand anhaften und irgendwie so in einer Matrix organisiert sind. Häufig, kleine Seitenbemerkung, haben sie in diesen Fällen Spirochäten gefunden. Die ersten 31 Fälle, die sie beschrieben haben, waren alles akute Zähne, die extrahiert wurden. Das sind Spirochäten häufig. Die kann man schlecht anzüchten, darum sind sie ein bisschen unter dem Radar geflogen. Zurück zum Biofilm. Ein Zahn, der eine länger bestehende apikale Parodontitis hat, hat Biofilm drin und zwar nicht nur im Hauptkanal, sondern mit der Zeit auch immer mehr weiter bis zum Apex und in diese kleinen Ramifikationen, wenn es diese denn gibt, in der apikalen Region. Ist das ein Problem für uns? Ja, es ist ein Problem, weil das könnt ihr euch alle vorstellen, können Sie sich alle vorstellen, ist nicht so einfach zu reinigen. Wenn man das Problem mal hat, ja, dann, wenn man an dem Punkt angelangt ist, wird es schwierig. Das ist auch der Grund, weshalb, wenn man so Studien anschaut, wo Zähne wirklich sauber behandelt werden, die Zähne mit apikalen Parodontitis haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Jahren immer noch eine chronische apikale Parodontitis haben, als Zähne, die ursprünglich vital waren. Der Grund ist einfach, weil in diesen Zähnen bereits Biofilm drin war und dass es schwierig war, das zu reinigen. Gut, wie viele nicht wissen, bin ich begeisterter Fliegenfischer oder Fischer, Angler. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt, wenn man sich das Angeln mal genau überlegt, nämlich die meisten Fische sind zu faul, irgendwie zum Köder zu schwimmen. Man muss den in die Nähe des Fisches bringen. So ähnlich ist es mit Desinfektionsmitteln und den Mikroorganismen im Wurzelkanal. Es bringt also relativ wenig, wenn man nur koronal sein Desinfektionsmittel reingibt und dann darauf hofft, dass man Biofilm im Apex zerstört. Viele ältere Zahnärzte, gerade in der Schweiz, sagen immer, ja, weißt du was, sehen die? Ich habe immer mit N2 behandelt, Formaldehyd. 100% Erfolgs, 100% Erfolgsrate mit Endo. Ich sage den lieben Kollegen dann, ja, stimmt nicht ganz, weil du hast eigentlich nur die vitalen Fälle behandelt, die devitalen mit apikaler Parodontitis hast du gezogen. Ja, das war noch in der Zeit, wo Teilprothesen Mode waren. Also, das ist ein Ammenmärchen. Auch die Kriechwirkung von bestimmten Desinfektionsmitteln, die immer so hoch gepriesen wird, ist reines Ammenmärchen. Was machen wir also, um den Kanal irgendwie sauber zu kriegen? Wir haben da entweder eine infizierte Fleischwunde
Oder wir haben einfach noch stark entzündetes Gewebe im Kanal drin. Und das Wissen dazu kommt eigentlich interessanterweise aus dem Ersten Weltkrieg, als damals, als man noch an Menschen viele Versuche gemacht hat, die ganzen Desinfektionsmittel durchgetestet hat, hat man herausgefunden, dass es eben nicht nur wichtig ist, ein Desinfektionsmittel anzuwenden, sondern dieses eben auch einzureiben, also mechanisch zu agitieren. Und daraus hat dann Grossman, das ist der Großvater der systematischen Endodontologie oder der wissenschaftlichen Endodontologie, wenn man so will, hat das chemomechanische Prinzip formuliert. Das heißt also, man braucht die richtige Chemikalie, man braucht eine Spülflüssigkeit. Chemikalie soll idealerweise eben in einer Flüssigkeit sein, nämlich in Wasser. Und man braucht eine mechanische Möglichkeit, diese Lösung anzuregen, um das alles rauszuputzen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das macht, historisch betrachtet. Es gibt halt die skandinavische Schule, weil Skandinavien hat auch eine lange Tradition von Endodontologie. Und die USA haben eine lange Tradition. Mitteleuropa weniger. Warum? Weil bei uns im Prinzip die Dental Schools oder die Zahnunis kommen aus der Zahntechnik. Also bei uns werden Prothetiker hoch angesehen, in den USA werden Prothetiker eher belächelt. Aber so viel mal dazu. Es gibt einfach diese zwei Schulen. Die eine kommt nach Herbert Childer aus Boston. Der wollte im Grunde einfach einen Trichter präparieren, der dann gut gespült und vor allem sicher gefüllt werden kann. Diese Methode hat den Vorteil, dass eben am Apex so ein Trichter präpariert wird und wenn man mit der Länge nicht ganz genau richtig liegt, ist die Gefahr, vor allem wenn man ein bisschen zu lang ist, dass man überfüllt, nicht so hoch wie mit der Methode rechts. Das ist die Apical Box oder diese apikale Kastenpräparation, die von skandinavischen Schulen traditionellerweise propagiert wurde. Da hat man im Prinzip darauf abgezielt, möglichst viel mechanisch zu entfernen am Apex und möglichst nicht konisch aufzubereiten. Jetzt, wenn man sich die Methoden anschaut, wie man heute Kanäle aufbereitet, mit den ganzen rotierenden Instrumenten, das ist im Prinzip, hat sich die linke Methode, also die amerikanische Methode durchgesetzt, einfach weil sie einfacher ist. Es gibt eine Formgebung, die man dann einfach füllen kann. Die skandinavische Methode ist auch eigentlich grundsätzlich sehr gut. Es gibt einfach heute kein rotierendes Instrumentensystem mehr auf dem Markt, außer Lightspeed, das glaube ich gar nicht mehr auf dem Markt ist, was solche Präparationen tatsächlich ermöglicht. Gut, warum, ich habe es schon gesagt, warum sind diese konischen, leicht konischen Präparationen wahrscheinlich etwas idealer. Der Grund ist, weil zum Beispiel am Apex keine klassische Konstriktion besteht, wie wir es mal im Textbuch gelernt haben. Das ist ein altes Paper von Paul Dummer. Der hat das damals schon zweidimensional gezeigt. Heute gibt es auch Mikro-CT-Studien, die genau dasselbe zeigen. Diese apikale Konstruktion gibt es eigentlich nicht wirklich. Natürlich gibt es irgendwie eine engste Stelle, aber die kann irgendwie so röhrenförmig sein. Die kann mehrfach da sein oder kann eine komplexe Struktur haben. Das andere, was interessant ist, wenn wir noch auf die Anatomie noch mal kurz eingehen wollen, ist, dass Zähne mit apikalen Parodontitiden, wie gesagt, häufig Biofilm haben, im apikalen Bereich bereits. Und die Entzündungsreaktion darauf vom Körper ist eben so, dass da klastische Zellen kommen, also Osteoklasten, die den Bakterien da nachrennen, wenn man so will, und den Zahn apikal resorbieren. Es ist wieder eine nicht oft zitierte, aber sehr gute Studie von Ram Nayer, der eben gezeigt hat, dass Zähne mit apikalen Parodontitiden sehr häufig Apikalresorptionen haben. Sprich, die Struktur vom Wurzelkanal am Apex ist nicht mehr die, die sie mal war. Sieht man mal hier auf diesem, von mir aus gesehen, extremen Fall. Das war ein 11-jähriges Mädchen mit einer fehlgeschlagenen Wurzelkanalbehandlung. Aber Sie sehen schon, die distale Wurzel, sieht man schon auf dem zweidimensionalen Bild, ist anresorbiert. Ja? Und hier habe ich im Prinzip am Apex mit Calcium-Silikat-Zement, also MCE, gefüllt. Distal habe ich überfüllt.
Mesial habe ich normal, konnte ich normal fühlen. Habe ich aber auch am Apex MT reingemacht. Und dann sieht man 3 Jahre später, die Läsion wird kleiner, aber die Wurzel ohne chirurgischen Eingriff hat sich noch mehr resorbiert und nach 6 Jahren ist die Läsion geheilt. Aber das wahrscheinlich damals infizierte Dentin, die Tubuli, wurden resorbiert. Das ist natürlich eine wunderschöne Heilung, die man bei Kindern manchmal beobachten kann, bei Erwachsenen weniger. Warum ich das zeige? Längenkontrolle bei der Reinigung des Wurzelkanals ist das A und O. Wir sollten nur im Wurzelkanal drin selber reinigen. Außerhalb vom Wurzelkanal haben wir das Immunsystem, was im Prinzip die Bakterien wegräumt. Jetzt, wie macht man das? Wie macht man die richtige Längenkontrolle? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe viele Kurse für Zahnärztinnen und Zahnärzte und ich sehe, das ist wirklich etwas, was viele nicht so richtig gut können oder so oder machen. Wie misst man elektronisch mit einem Impedanzgerät? Zum Beispiel RootZ-X war eines der ersten, die das Algorithmus hatte und eine gute Methode eben mit einem zwei Wechselströmen, was sehr genau misst. Der Trick dabei ist, man geht über oder bis in diesen grünen Bereich und dann ganz leicht rüber und zieht zurück. Dann ist man am richtigen Ort. Wichtig ist auch, wenn man Kronen drauf hat auf dem Zahn oder Metall, das Karum sollte immer trocken sein. Da darf man von der Seite her in die Zugangskavität reinblasen, aber nie direkt reinblasen. Das ist gefährlich. Die Wurzelkanäle dürfen feucht sein, spielt keine Rolle. Wenn man das so macht, ist diese Messung extrem genau. Dazu gibt es ganz viele Daten. Ich mache heutzutage schon gar keinen Messröntgen mehr in den meisten Fällen, sondern mache dann nur noch vor dem Füllen ein Bild zum Schauen, ob ich mit der Länge richtig liege. Wichtig auch bei der Längenmessung, verwendet sie nicht so ein Gerät, was kontinuierlich misst, weil das gibt immer Fehlmessungen. Der Grund, man sollte die Spüllösung, wenn man aufbereitet, immer im Kanal drin haben. Das macht weniger Debris und desinfiziert viel besser. Wenn man das macht, kann man eben nicht gleichzeitig messen. Also messen sollte man am Anfang, wenn man den Zugang gemacht hat, Kanäle identifiziert hat. Step down, also koronal ein bisschen erweitert hat und mal die Länge messen, dann aufbereiten, dann vor dem Füllen nochmal messen. Jetzt hat man eine einfache Anatomie, dann ist die chemomechanische Prinzip, das chemomechanische Prinzip relativ einfach. Das ist mal aus einer Studie, die bei uns gemacht wurde, von Frank Paquet und Dan Rechenberg. Hat man zum Beispiel Oberkiefer, Prämolaren, zwar so zwei wurzelige Vierer. Wenn man die mit irgendeinem mutierenden System, 0,4-Taper, aufbereitet, dann sieht man mal hier in grün die Anatomie vorher, in rot die Anatomie nachher. Und wenn man das überlagert, sieht man, da ist alles rausgeputzt. Selbst wenn dieser Zahn Biofilm drin hat, den kann ich mit Kochsalzlösung oder Weihwasser oder was immer ich mir wünsche, spülen, der wird heilen. Der wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit heilen. Ja. Blöder sieht es aus, und das ist ein schöner Case-Report von Michael Arnold aus Dresden, mit Ricucci natürlich und Sequeira. Blöder sieht es aus, wenn man eben diese komplexeren Anatomien hat. Und wo hat man die? Typischerweise hat man die natürlich bei Molaren. Mesivokale Wurzel vom ersten, zweiten, oberen Molaren, mesiale Wurzel vom Unterkiefermolaren. Da sind die komplexen Anatomien, da sind Isthmen, da sind Ramifikationen und das ist schwierig zu reinigen. Und da müssen wir unser Augenmerk drauf legen. Wenn ich Ihnen vielleicht heute nur etwas beibringen will, dann ist es das: Überlegen Sie sich, wie die Anatomie von dem Zahn ist, den man jetzt gerade behandelt. Man muss nicht jeden Zahn genau gleich behandeln. Schwierig sind diese Zähne mit der komplexeren Anatomie. Und ein Kanal ist nicht einfach ein Kanal, sondern ein Kanal ist im Prinzip widerspiegelt die äußere Form der Wurzel, klar, weil der Zahn, die Zahnwurzel aus der Pulpa heraus wächst, hat die Pulpa, das Pulpenkarum in der Wurzel, die Form der äußeren Wurzel. Und das ist beim Molaren, mesiobukale Wurzel, ist das so nierenförmig. Das ist nicht einfach zu reinigen. Am Apex sieht man mal ein kleines Filmchen. Sie mal Ihr Augenmerk erstmal darauf richten wollen. Ja, hier hat man noch eine.
kleine Verkalkung. Es gibt heute Instrumente, die eben die Apikaldeltas von selber finden. Das ist zum Beispiel auch von der Schweizer Firma FKG. Ich habe da keine Aktien, aber das ist ein System. XP Shaper und XP Finisher, das ist der Finisher, der sich eben in diese lateralen Kanäle eindrehen kann, ohne dass man es tatsächlich als Behandler unbedingt merken muss. Muss man diese Pfeile in jedem Zahn nehmen? Muss man nicht, kann man. Aber bei Zähnen, die eine komplexe Anatomie haben, finde ich sowas relativ gut, weil es wirklich da auch reinigt. Sie müssen sich vorstellen, am Apex ist der Biofilm, der tatsächlich klinisch am relevantesten ist, weil das ist der Biofilm, der die Entzündungsreaktion auslöst. Wenn ich irgendwo weiter oben im Wurzelkanal, weiter koronal noch ein bisschen ein paar Bakterien zurücklasse, ist es egal. Hingegen, wenn ich im apikalen Bereich das mache, ist es nicht so gut. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Art anatomischer Pfeilen, wie man sie nennt, in gewisser Weise biologisch betrachtet ein Durchbruch war. Ja? Gut, können wir weitergehen mit den Folien. Jetzt gibt es natürlich viele Ältere unter uns, ich zum Beispiel, bin auch schon über 50. Es gibt die Old School Endo, es gibt die New School Endo. Es gibt heutzutage ganz viele Möglichkeiten, ganz viel Geld auszugeben für irgendwelche Geräte und Mittelchen. Und die Frage ist, braucht man das oder braucht man das eigentlich nicht? Dazu gibt es eine hübsche Studie aus den USA, wo mal verglichen wurde, es waren nur vier Zahnärzte, es war ein Alter und drei Junge, und deren Fälle wurden einfach verglichen, wie gut die heilten, Fälle aus deren Praxis. Der Alte hat alles, das meiste in zwei Sitzungen gemacht, er hat von Hand aufbereitet, er hat Calciumhydroxid eingelegt. Die Jungen haben alle Nickel-Titan rotierende Instrumente gehabt, sind auf die volle Länge gegangen, also nicht nur bis zur Konstruktion, sondern auf die volle Länge, radiologische Länge, also an der Wurzelspitze, also das ist man meistens dann schon drüber, und haben Mikroskop genommen. Meistens in einer Sitzung behandelt. Resultat? Kein Unterschied. Jetzt kann ja niemand behaupten, dass Mikroskop oder rotierende Nickel-Titan-Instrumente nichts Gutes seien. Jeder, der viel Endo macht, weiß es, das bringt extrem viel. Nur in dieser Studie hat sich gezeigt, dass es nicht unbedingt nötig ist. Ja. Das heißt also, irgendwie gewisse Dinge, was der Alte gemacht hat, könnte auch noch gut funktionieren. Jetzt die alte Art, wenn man ein Desinfektionsmittel einbringen will, ist ganz einfach. Man nimmt eine Lentulo-Spirale mit einem Gummistopper, ja, wie hier gezeigt, hier hat man einen Zahn. Die Kanäle zusammenlaufen, mesiale Wurzel, unterer Sechser, ja, so viel von Silvio Lutanti. Immer schön eine dünne Lentulospirale nehmen, ich nehme immer die rote, dann im einen Kanal reingehen, normalerweise im mesiolingualen, das ist der geradere, und dann schauen, bis das Calciumhydroxid im mesiobukalen Kanal raufkommt, dann weiß man, man hat den Isthmus gefüllt und man hat diesen Zahn sauber mediziert. Bis auf die volle Länge. Ja. Das, ich komme nachher noch drauf, mit einer Spülung hinzukriegen, ist gar nicht mal so einfach. Drum, die alte Art, wenn man das sauber gemacht hat, Calciumhydroxid einzubringen, hat relativ gut funktioniert. Gehen wir zurück zu den Folien. Ist Calciumhydroxid überhaupt ein gutes Desinfektionsmittel? Calciumhydroxid wird in den letzten Jahren angegriffen, von verschiedenen Studien gezeigt haben, man braucht es gar nicht. Schilder hat nie Calciumhydroxid genommen. Die haben immer nur mit Hypochlorit, Natriumhypochlorit gespült. Nie Calciumhydroxid genommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem ein gutes Desinfektionsmittel ist. Jetzt, wenn man zum Beispiel kein Hypochlorit nimmt, wie Dag Oesterweg es hier in dieser Studie gemacht hat, und einfach nur mal nach skandinavischer Art und Weise diese einwurzeligen Zähne mal weit aufbereitet hat, das schon gezeigt, nur mit der Aufbereitung alleine und der Kochsalz Lösung hat man schon über die Hälfte der Zähne bakterienfrei bekommen. Ja? Aber wenn man dann noch Calciumhydroxid eingelegt hat, hat man fast alle Zähne
komplett desinfiziert. Zumindest so, dass man keine Kultur mehr draus nehmen konnte. Also Calciumhydroxid ist ein hochpotentes Desinfektionsmittel, nur es ist nicht unbedingt nötig, wenn man eine sehr, sehr effiziente Spülung macht. Jetzt heute geht alles in Richtung, ich will Zeit sparen, okay, ich will alles in einer Sitzung behandeln, ob das klug ist oder nicht. Kann man geteilter Meinung sein, ich finde es nicht so klug, ich finde immer noch über zwei Sitzungen behandeln, funktioniert besser, man hat bessere Kontrolle über den Fall und sieht den Patienten wieder, vor allem wenn man Spezialist ist, kann man schauen, hat es eine Fistel gehabt, ist die weggegangen, ja, nein und so weiter. Es hat viele Vorteile. Trotzdem, beim Spülen sollte man darauf achten, dass man adäquat aufbereitet. Ja, jetzt früher hatte man diese Spülkanülen, die aus Metall waren, und da musste man zumindest auf eine 3504 aufbereiten, sonst konnte man am Apex gar nicht spülen. Und mit den ganz alten Kanülen, diesen kurzen, konnte man am Apex überhaupt gar nicht spülen. Ja? Man war einfach nur auf das Instrument selbst angewiesen. Jetzt gibt es diese neueren Kanülen und eben Produit Dentaire hat diese entwickelt, darf ich sagen. Und diese sind relativ sehr effizient, wenn man mal aufbereitet hat, den Apex zu erreichen und im apikalen Bereich spülen zu können. Ich muss dazu aber auch sagen, dass diese Kanülen ein bisschen gefährlich sind, weil sie so gut in den Kanal reinschlüpfen. Könnte man damit, wenn man keinen sauberen Stopp präpariert hat am Apex oder einen offenen Apex hat, kann man damit auch überspülen. Deswegen würde ich schon stark vorschlagen, dass man an diese Kanülen einen Gummistopper ran macht. Das geht ganz einfach, wie man hier sieht auf dem Foto. Das war so ein Fall von mir. Damit kann man spülen, wenn man fertig aufbereitet hat. Während der Aufbereitung kann man damit auch spülen. Ich nehme dazu aber immer noch lieber eine abgebogene Stahlkanüle, einfach weil ich damit ein bisschen die Wände raspeln kann und weil ich viel Revisionsbehandlung mache, um mir dann diese Pipettenspitzenspülkanülen abknicken würden. Aber zur Abschlussspülung sind die Dinge tatsächlich genial. Gut. Was passiert jetzt biologisch in so einem Zahn, wo Biofilm drin wächst? Das hat der Markus Happersalon mal schön gezeigt, an so In-vitro-Versuchen mit oralen Biofilmen. Je älter man diese Biofilme wachsen lässt, diese gemischten anaeroben Biofilme, desto resistenter werden sie gegen alle möglichen Desinfektionsmittel. Es hat damit zu tun, dass dieser Biofilm immer organisierter wird und die Matrix die Bakterien immer besser schützt, also diese Schleimschicht. Jetzt, was diese Folie auch zeigt, sind zwei weitere Dinge. Hypochlorit ist mit Abstand das beste Mittel gegen Biofilme. Es gibt kein anderes, wenn Sie das irgendwo lesen oder hören, glauben Sie es nicht, Hypochlorit ist das beste Agens gegen Biofilme. Es gibt nichts, was dem irgendwie in die Nähe kommen könnte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man das hier in diesem In-vitro-Experiment 3 Minuten einwirken lassen hat versus 1 Minute, gab es auch einen massiven Unterschied in der Desinfektionswirkung. Sprich, das weiß jeder, der mal mit Bakterien rumgespielt hat, die Dauer der Einwirkung ist natürlich von massiver Bedeutung in unserem Zusammenhang. Jetzt, heutzutage hat man viel diese reziprokierenden Instrumente. Die Kanalaufbereitung ist viel schneller geworden. Ist sie damit besser geworden? Ja, kann man sagen, vielleicht. Aber sicher einfacher geworden für die Zahnärzte, aber man ist damit auch viel schneller geworden. Wir haben mal die Zeit gemessen in einer allerersten Studie über reziprokierendes Aufbereiten pro Kanal, und das waren doch immerhin relativ komplexe Kanäle, 38 Sekunden Instrumentationszeit. Das reicht natürlich nirgends hin, um da mal gut desinfizieren zu können. Jetzt, manche Hersteller schreiben das sogar im Kleingedruckten, andere schreiben es gar nicht, die diskutieren das nicht mal, die verkaufen einfach ihre Feinde und sagen, ja, damit bist du schneller, verdienst du mehr Geld. Die schreiben es da und sagen einfach, man soll 15 Minuten die Spüllösung einwirken lassen. Wie die jetzt auf 15 Minuten hier genau kommen, weiß ich auch nicht. Ob das irgendwer macht, der in einer Sitzung behandelt, glaube ich auch nicht unbedingt dran. Und so gesehen sollte man wirklich sich ins Gewissen rufen, dass im Prinzip das Spülen und das Desinfizieren der wichtigste Teil von der Behandlung überhaupt ist.
Was ich eben heute sehe, ist dieses, ich nenne Quick and Dirty Disaster. Es wird einfach zu schnell behandelt, wie ich an diesem anderen Fall gezeigt habe. Es wird mit reziprokierenden Instrumenten gearbeitet in der Allgemeinpraxis. Diese können auch brechen, wie man hier sieht. Dann mit trägerbasierten Füllmethoden, die auch wie die reziprokierenden Instrumente nicht per se schlecht sind. Sie werden einfach nicht sauber angewendet. Hier sieht man, hat man nur einen Träger drin, keinen Sealer, am Apex nicht präpariert. Dieser Fall kann niemals funktionieren. Und er ist schwer zu revidieren. Pinocchio wächst gerade eine Nase, weil er gesagt hat, reziprokierende Pfeile brechen nicht. Das ist für meinen Freund Dan Rechenberg mal ein paar Fälle mit abgebrochenen reziprokierenden Instrumenten. Die brechen sehr wohl, ja, wenn man es dumm genug anstellt. Aber natürlich haben sie eine höhere Sicherheit, nicht zu brechen. Ich sage, ich will nichts gegen reziprokierende Instrumente sagen, sie sind gut. Aber man sollte immer das Hauptziel im Auge behalten, nämlich das ist, den Kanal sauber zu kriegen. Also wieder beim Thema meines schönen Vortrags. Was benutzen wir dazu? Ich habe schon gesagt, Hypochlorit. Wo wurde es gefunden? Als Desinfektionsmittel in der Medizin im Ersten Weltkrieg. Von Henry Dakin. Ja? Und zwar waren die, der war in einem Spital in Paris stationiert und da haben sie mit allen möglichen Desinfektionsmitteln herumgespielt. Hypochlorit, ganz einfach, ist das beste Agens gegen Biofilm und es ist auch nicht giftig. Es ist einfach ätzend. Wenn man es also hochkonzentriert über den Zahn rausspült, hat der Patient keine Freude. Oder wenn man ohne Kofferdamm das in den Rachen runterspült, hat er noch weniger Freude. Aber es ist nicht giftig, es ist nicht dasselbe. Es ist eben einzigartig in seiner Wirkung, dass es nekrotisches Gewebe selektiv auflöst. Also es löst nekrotisches Gewebe viel besser, schneller auf als vitales Gewebe. Dann macht es auch noch etwas, was man früher nicht wusste, was wir mal studiert haben, nämlich es löst nicht nur die Bakterien auf, also das sind nicht nur abgetötet, die sind nicht mehr da. Und nicht nur die Bakterien sind nicht mehr da, die Matrix wird eben auch aufgelöst. Diese Zuckerverbindungen, diese Glucanverbindungen, die häufig sind in der Biofilm-Matrix, werden damit auch aufgelöst. Das ist von Pune Tavakoli eine Studie, wo sie spezifisch die Matrix angefärbt hat. Nicht die Bakterien auch angefärbt, aber es ist keine Leben-Tod-Färbung, die man normalerweise kennt, sondern das ist eine Matrix-Färbung. Das Grüne. Und wenn man mit Hypochlorit spielt, ist das weg. Wenn man Chlorhexidin das macht, EDTA, H2O2, Kochsalzlösung, da passiert gar nichts. Wieso nehmen wir Kofferdamm? Das ist auch eine ganz gute Frage. Wir nehmen Kofferdamm nicht, wie manche behaupten, damit keine Bakterien da in den Zahn reinhüpfen. Die Bakterien können uns herzlich egal sein, die paar Speichelbakterien, die da allenfalls reinkommen, spült man wieder raus, tötet man sofort ab. Nein, es geht darum, den Patienten zu schützen. Hypochlorit heißt auf Englisch auch Bleach und es hat, was ich in dem Vortrag nicht zeige, eine auch sehr schöne Wirkung, dass nämlich zum Beispiel Blutverfärbungen im Zahn entfernt werden damit. Ja? Viel besser als mit H2O2 zum Beispiel. Aber wenn man natürlich damit aufs Kleid vom Patienten tropft oder auf sein Jackett, dann freut er sich nicht. Also wir behandeln immer so, dass wir einen Schutz unterm Kofferdamm haben, eine Sonnenbrille fürs Mikroskop und auch so, so einen Schutz für die Kleidung für den Patienten. Es gibt Studien, die eben zeigen, wer Kofferdamm nicht verwendet, verwendet nicht Hypochlorit als Spüllösung. Und ich finde, Leute, die keine Kofferdamm verwenden, die kein Hypochlorit verwenden, die gar nicht gerne Endo machen, in der modernen Zeit, wo viele so Gruppenpraxen entstehen, finde ich, die sollten es auch einfach dann lassen, sondern soll es einem Kollegen geben, der es lieber macht oder der Kollegin oder in der Praxis jemanden einstellen, der gerne Endo macht, das muss ja kein Spezialist sein, aber ich denke, das macht schon Sinn. Das ist im Prinzip die Grundlage von allem. Das weiß man schon lange. Das Patent ist aus 1864 und in diesem schönen alten Buch von Preiswerk sieht man, dass es schon früher gute Klammern und alles mögliche gab, um Kofferdamm schön anlegen zu können. Jetzt, wenn man Hypochlorit verwenden will, gibt es immer die Frage, wie kann man es idealerweise verwenden? Es
gibt es die Anhänger der hochkonzentrierten Lösungen, es gibt die Anhänger der nicht konzentrierten Lösungen, es gibt die, die das Ölbrett aufheizen. Sicher ist, mit erhöhter Konzentration, mit erhöhter Temperatur, mit erhöhter Kontaktfläche, also wenn man das agitiert, löst sich zum Beispiel in diesem Versuch Gewebsreste oder eben auch Biofilm, das ist synonym, das kann man synonym anschauen, das kann man gleich anschauen, weil es geht dabei einfach um diese stark oxidative Wirkung, die das aktive Chlor hat. Dann ist es eben so, dass natürlich die Konzentration eine Rolle spielt, die Temperatur spielt eine Rolle, aber wichtig natürlich auch die Zeit, wo man das Hypokrit drin hat und ob man das ein bisschen agitiert oder einfach passiv drin hocken lässt. Zur Konzentration gibt es ganz viele Studien. Das ist eine schöne In-vitro-Studie von Tora Bineschat und Mitarbeitern. Die haben einfach mal infizierte Dentin-Blocks genommen und geschaut, wie lange geht es, bis die steril sind, wenn man es in verschiedene konzentriertes Hypokrit schmeißt. In der 5%-Lösung ging das viel besser als in der 2,5% oder der 1,3%-Lösung. Spielt das klinisch eine Rolle, ob man eine Rinderdentinblock ganz desinfizieren kann? Wahrscheinlich nicht. Sicher ist für diejenigen, die schnell behandeln und wenig Zeit haben, die sollten ein bisschen mit der Konzentration vielleicht raufgehen. Die, die eher vorsichtig sind, sollten runtergehen. Ich persönlich nehme immer noch 1% Hypochlorid, Ausnahmefälle mal 3%, aber sicher nie 5%. Der Grund ist, das Hypochlorid ist stark proteolytisch und kann das Dentin angreifen. Es kann den Zahn brüchiger machen. Besonders wenn man das Hypochlorid dann noch heizt bei 5%. Das ist nicht die allerbeste Idee. Das wusste schon Heinrich Blum aus Berlin, der das Hypochlorid Anfang der 20er Jahre im Detail studiert hat. Zeit ist einer der Hauptfaktoren dabei, dass das Endergebnis gut rauskommt. Jetzt, wenn wir die Zeit nutzen wollen, müssen wir uns mal ein bisschen über Chemie unterhalten. Wir haben ja im Prinzip eben, wie ich gesagt habe, ist es Calciumhydroxid. Was ist Calciumhydroxid? Es ist eine starke Base, es ist ein Pulver. Es ist nicht stark löslich, es ist nicht gut löslich im Wasser. Also kann man damit so eine Depotwirkung erzielen. Hypochlorid ist eine Lösung, wirkt sehr schnell, braucht sich aber sehr schnell wieder auf. Jetzt, wenn man Gewebestücke mal ins Hypochlorid reinschmeißt, sind wir hier bei der violetten Kurve, lösen sich diese relativ schnell auf, aber dann bleiben sie da, wo sie von Anfang an waren. Also es gibt eine schnelle Wirkung, die dann aufhört. Calciumhydroxid, Gegensatz dazu, wenn man da eine Calciumhydroxid-Suspension nimmt und da ein Gewebestück reingibt, ein Tag wartet, passiert nichts, zwei Tage passiert nichts, drei Tage passiert nichts, vier Tage passiert nichts. Aber irgendwann nach einer Woche hat sich das Ding einfach aufgelöst. Nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. Ja? Das Kaninchen sagt also, wenn du Zeit sparen willst, musst du, oder musst du, sagt das Kaninchen, Calciumhydroxid mit Hypochlorid mischen. Ja? Und das mache ich klinisch. Das ist das beste Desinfektionsmittel, was man haben kann. Kann seine Hypochloridlösung mit Calciumhydroxidpulver mischen. Das Hypochlorid ist noch eine halbe Stunde oder so aktiv, dann ist es aufgebraucht. Calciumhydroxid bleibt drin. Hermann, der das Calciumhydroxid entwickelt hat, vorgestellt hat für die Zahnmedizin, er hat es zum Füllen von Wurzeln gebraucht. Ja. Das könnte man heute noch machen, würde man biologisch denken, aber ja, das ist ein anderes Thema. Gut, wie kann man das Hypochlorid einfach aktivieren. Das sehen wir hier auch wieder so einen Zahn. Das ist derselbe Zahn von vorher. Kanäle laufen apikal zusammen. Ich bringe hier eine Blaulösung rein. Die Kanäle sind aufbereitet. Jetzt komme ich mit einer Ultraschallfeile da. Und ich gehe nicht mal tief in den Kanal rein. Und sehen Sie, wie die Blaulösung rundherum in diesem Kanalsystem agitiert wird. Ich muss nicht mal ganz bis zum Apex gehen mit dieser, mit meinem Aktivierungsfeilchen, sondern kann das auch noch nur so auf der Hälfte der Länge machen. Diese Ultraschallaktivierung ist ein bisschen gefährlich für die, die keine Erfahrung damit haben. Man darf das Ultraschallgerät nicht zu stark einstellen, weil die Dinger können brechen. Aber es ist natürlich so, dass Ultraschall schon viel mehr Power hat als zum Beispiel Schallspülung. Was auch gut ist, alles, was man macht im Wurzelkanal zum Spülen, ist gut.
Aber Ultraschall ist sicher das potenteste, zusammen mit einem Hartgewebslaser. Das ist aber ein bisschen ein teureres Unterfangen, dann kann ich mir nicht leisten, nicht zu arm an der Uni. Ultraschall verwende ich sowieso immer zum Stift entfernen und für alles andere, also verwende ich es auch gerade noch zum Spülen. Muss man das? Bringt das was? Dazu gibt es eine sehr gut gemachte, randomisierte Studie aus China. Ich hatte die Möglichkeit, hier diese Kandidatin zu prüfen in Amsterdam. Das war ihre Doktorarbeit. Zwar unter der Leitung von Luc van der Schlaus. Zwar, sie haben dreidimensionale, also DVTs gemacht vor der Behandlung, alle Zähne mit apikalen Aufhellungen, haben alles gleich gemacht, gleich behandelt. In der einen Gruppe haben sie gespült bis zum Apex, in der anderen Gruppe auch. In der einen Gruppe haben sie dann noch zusätzlich Ultraschall gespült, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, und haben nachher den Behandlungserfolg verglichen. Natürlich gab es keinen Unterschied. Ja. Das war blöd. Warum gab es keinen Unterschied? Ja, weil es Frontzähne waren, einwurzelige. Die Studie hätten sie wohl besser an Zähne mit komplexer Anatomie gemacht. Trotzdem zeigt das etwas, es ist immer schwierig in der Endodontie oder in der Endodontologie gute randomisierte vergleichende Studien klinisch zu machen, weil es gibt so viele Faktoren, die den Erfolg beeinflussen. Und wenn man nur einen randomisiert, findet man, wenn man nicht gerade 1000 Patienten vergleicht, meistens keine Unterschiede in den Studien. Ist Hypochlorit genug? Ich habe jetzt lange Lobgesang auf Hypochlorit abgegeben. Es löst keine anorganischen Bestandteile vom Smearlayer. Es verhindert nicht die Akkumulation von Debris. Also wenn ich aufbereite, drücke ich Debris und auch Biofilmreste in diese Isthmen rein. Und es konditioniert eben auch nicht die Kanalwände für die Wurzelfüllung. Das ist auch ein bisschen nicht ganz ideal. Weil wenn ich also einen Zahn anschaue, der infiziert ist und aufbereitet, dann habe ich da Calciumphosphate drin, ich habe einen Smearlayer, ich habe Proteine drin, ich habe Glykoproteine von den Bakterien da drin. Ja. Jetzt das Hypochlorit putzt mir vieles davon raus, aber nicht die anorganischen Bestandteile vom Smearlayer. Dazu verwenden wir klassischerweise EDTA. Was passiert, wenn wir mit EDTA den Kanal spülen? Hier mal 3 Minuten gespült. Die Kanalwand erodiert. Was passiert? Das Kollagen liegt frei, wenn man so einen aggressiven Entkalker nimmt. Das Kollagen liegt an der Oberfläche frei. Das mögen viele Füllmittel nicht. Das einzige Füllmittel, und das will ich hier gesagt haben, dass das mag, sind Epoxidharze. Zum Beispiel eben AHA+. AHA+ bindet besser an die Kanalwand, wenn man entkalkt, also wenn man zum Ende mit EDTA spült, nicht mit Hypochlorit, bindet es besser an die Kanalwand und dichtet auch besser ab, als wenn man zum Ende mit Hypochlorit wieder spülen würde, zum Beispiel. Klassischerweise hat man ja, um den Smearlayer und Debris wegzubekommen, immer diese Wechselspülung gehabt. Hypochlorit, dann mit EDTA gespült und dann eben wieder mit Hypochlorit oder mit EDTA. Es gibt diese Studie über verschiedene Sealer, wie die abdichten gegen Bakterien. Das ist gemacht von Pekka Valitu, der versteht sein Metier. Da haben sie auch mit 2,5% Hypo gespült und haben dann einfach eine Abschlussspülung gemacht mit EDTA oder nicht. Und sie haben das gesagt, sie haben es dann genannt Effect of Smear Layer. Das ist ein bisschen misleading Titel, weil es geht hier nicht unbedingt um den Smear Layer. Es geht darum, wie die Kanalwand ausschaut. Kein Füllmaterial hat gerne Smear Layer, weil Smear Layer per se undicht ist, ja. Aber viele Füllmaterialien mögen es eben auch nicht, wenn man die Kanalwand entkalkt. In dieser Studie ist nur das AHA+ hat besser abgedichtet, wenn man mit EDTA gespült hat. Alle anderen Sealer, ja, auch diese biokeramischen, mögen das nicht. Mögen das nicht. Woran binden die Dinger? Das kann jeder, der die Quintessenz irgendwo rumliegen hat, kann das lesen. Ich habe einen Artikel geschrieben zum letzten Thema, was ich jetzt gerade vorstelle noch. Einem milden Entkalkungsmittel, was wir eben auch auf den Dentalmarkt gebracht haben. Woran binden denn die ganzen Sachen? Die meisten Füllmittel wurden erst einmal an gesunden Zähnen entwickelt. Nummer eins. Nummer zwei, sie binden ans Calciumphosphat in den Dienen, nicht ans Kollagen. Ja. Ganz wichtig auch, Metacrylate, modernen Bonding-Systeme, die binden auch ans Calciumphosphat, nicht ans Kollagen. Ja. Dann ist noch ein anderer Punkt.
Hypochlorit ist hochreaktiv, wie ich schon gesagt habe. Es verträgt sich nicht mit Säuren. Das hat auch schon Bloom 1921 beschrieben. Mit EDTA entsteht Formaldehyd. Das hat man jetzt gerade mal ganz kürzlich herausgefunden. Und das kann nicht für den Patienten, aber für den Zahnarzt dann irgendwann schon ein bisschen giftig werden. Ja? Chlorhexidin, das wissen viele auch, wenn man das mit Hypochlorit mischt, dann gibt es Arachloanilin, das ist ein krebserregender Stoff, auch nicht unbedingt angezeigt. Das heißt also, die ganzen Spülkonzepte mit Hypochlorit sind etwas kompliziert. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, schon früher in unseren Studien, könnte es alles in einem Spüllösung geben. Da haben wir verschiedenste Spüllösungen, verschiedene Chemikalien aus der chemischen Industrie, aus der Waschmittelindustrie durchprobiert und sind dann drauf gekommen, HEDP hat kurzfristige Kompatibilität mit Hypochlorit. Das haben wir damals als Lösung genommen. Wir haben eine HEDP-Lösung genommen, das ist eben eine Ethidronsäure-Lösung, gemischt mit einer Hypochlorit-Lösung und haben damit zum Beispiel mal Molaren mit komplexen Anatomien aufbereitet, gespült und haben ihnen gezeigt, es gibt viel weniger Debris, wenn man mit dieser Kombolösung spült. Der Grund, dass Dentindebris, das Calciumphosphat, das Calcium vor allem, wird gebunden von diesem Enkalker, von diesem Milden und wieder vorzu rausgespült während der Aufbereitung. Also entgegen dem Konzept, dass man erst Debris in den Zahn reinschaufelt und dann wieder rausschaufelt, versucht man ständig den Kanal sauber zu halten. Jetzt ist Debris wichtig? Ich denke ja, das ist einer der Gründe, warum man dann, wenn man mal den Isthmus zum Beispiel an den Molaren vollgestopft hat und da Biofilm drin ist, dass man da nachher nicht mehr sauber desinfizieren kann. Schlicht und einfach kommt man nicht mehr dahin. Jetzt gibt es über 40 Publikationen zu diesem HEDP und Hypochlorit, dieser Kombospüllösung. Es hat sich eben gezeigt, dass die Kanalwand einfach sauber gehalten wird. Sie wird nicht entkalkt, also das Mineral-Protein-Verhältnis wird beibehalten. Smear-Layer entsteht viel weniger, Debris auch viel weniger und selbst auf rotierenden Instrumenten kann man ein bisschen den Stress reduzieren, weil es eben dann leicht entkalkt während dem Aufbereiten. Und von allen bisher untersuchten Sealern wird die Haftkraft verbessert. Da gibt es ein Produkt, daran bin ich finanziell beteiligt, also glauben Sie mir kein Wort. Das heißt Durance von der Firma Metsem, das ist auch eine kleine, sehr kleine Schweizer Familienunternehmen, sind gute Freunde von mir und die haben das entwickelt und auf den Markt gebracht. Und wie funktioniert das? Das sind kleine Kapseln mit Ethidronat, das ist ein Pulver. Löst man direkt in seiner Hypochloritlösung auf, bevor man anfängt zu behandeln, mischt das, bis die Lösung klar wird, dauert eine Minute und damit kann man spülen. Da muss man sich nicht mehr überlegen, ja, nehme ich jetzt Lösung A, nehme ich Lösung B, wechsle ich jetzt zu EDTA, was mache ich jetzt damit? Wir haben dazu die ganzen Grundlagenstudien gemacht. Wir haben geschaut, wie lange ist es stabil? 1, 2 Stunden. Länger sollte man es nicht lagern, man sollte es immer frisch anmischen. Wenn man es dummerweise mal über Nacht lagert und das Hypochlorit fängt sich an aufzubrauchen, entsteht etwas Toxisches dabei? Nein, haben wir auch gemessen. Klinische Studie haben wir gemacht. Gibt es mehr postoperative Schmerzen? Nein. Ist die Desinfektionswirkung vom Hypochlorit verschlechtert? Nein, im Gegenteil, sie ist leicht verbessert. In der Studie aber nicht signifikant. Waren, glaube ich, nur 30% pro Gruppe. Aber wir haben dann auch noch Entzündungsmediatoren im periapikalen Gewebe verglichen zwischen den Gruppen, also reines Hypochlorit und die Kombolösung. Kein Unterschied. Dann gibt es jetzt Studien von unabhängigen Gruppen, die eben zeigen konnten, mit diesem Durance, HEDP, Hypochlorit-Kombo desinfiziert man zum Beispiel die Dentintubuli besser, als wenn man mit reinem Hypochlorit jetzt einfach spült. Das ist eigentlich klar, weil die Lösung den Smear-Layer an der Oberfläche entfernt und somit besser in die Tiefe wirken kann. Gut, was kann man damit machen? Man kann dieses Durance-HDP, man kann diesen Chelator mit Hypochlorit bis 5% mischen. Ab 5% wird es kritisch, dann wird es zu salzig. Aber ich würde sowieso nicht so konzentrierte Hypochloritlösungen nehmen. Jetzt mal ganz losgelöst von dem. Man kann es sofort anwenden. Man kann es mit Calciumhydroxid mischen. Man kann damit das Calciumhydroxid auch wieder rausspülen, weil es bindet das Calcium. Man sollte die Mischung nicht heizen, weil dann geht sie schnell verloren. Das Hypochlorit geht schnell verloren. Man sollte sie nicht lagern.
Also es gibt drei Chemikalien, wenn wir von chemomechanischer Aufbereitung reden. Es gibt Calciumhydroxid als Pulver. Ja, kann man das nicht als Pulver kaufen oder hat es nicht als Pulver. Es gibt, glaube ich, nur noch ein paar wenige Hersteller auf dem Dentalmarkt, die dieses Pulver verkaufen. Kann man auch einfach seine vorgemischte Calciumhydroxid-Präparation in den mit Hypochlorid gefüllten Kanal reinspritzen. Geht auch. Dann Hypochlorid als Spülflüssigkeit und Etidromat oder eben Durins HDP als Pulver. Damit kann man diese kombinierte Spüllösung machen. Und ich verwende jetzt seit ein paar Jahren nur noch das für alle meine Fälle. Und ja, ich denke, es bringt schon was. Also für die, die viele Revisionen machen, die sehen auch, dass wirklich das Zeug sauber rausspült. Gut. Ich darf jetzt mal zusammenfassen, weil wir wollen ja noch ein paar Fragen beantworten. Die gute chemomechanische Präparation des Wurzelkanals beginnt mit der sauberen Längenkontrolle bei der Aufbereitung. Ja, das ist mal das A und O. Und die mechanische Aufbereitung darf man nicht unterschätzen. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sauber Verhältnisse schafft, mal schon rein mit der mechanischen Aufbereitung. Vitale Fälle entgegen der volkstümlichen Meinung brauchen eben auch Zeit und die richtige Chemie, um sie sauber zu kriegen. Sonst kriegt man am Schluss einfach, wenn man auf die Länge runtergeht, eine organische Manschette und es wird wieder infiziert. Es wäre besser, groß aufzubereiten und zum Beispiel die apikale Hälfte des Wurzelkanals gar nicht zu berühren. Ja, das ging ja auch, hat man früher auch gemacht. Wird man vielleicht in Zukunft auch wieder machen. Aber was sicher falsch ist, ist mit einem zu kleinen Instrument ein bisschen im Kanal rumwuseln, ja, wuscheln und dann kommt es nicht gut. Dann Natriumhypochlorid ist die Kernchemikalie, mit der wir arbeiten. Wenn wir diese nicht nehmen wollen, müssen wir Calciumhydroxid als Einlage nehmen, sonst kriegen wir den Kanal nicht sauber. Und Hypochlorid ist mit Calciumhydroxid kompatibel und es ist mit HDP-Etidromat eben auch kompatibel. Und damit hat man ein Trio, mit dem man relativ sehr einfach behandeln kann. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es gibt ein, zwei Fragen. Ich sehe, links hat schon ein paar Fragen gegeben. Wenn Sie sich nicht trauen, hier direkt eine Frage zu stellen, können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist Matthias mit 2th.10@zzm.uzh.ch. Ja, okay, wir kommen zu den Fragen. Vaporlock-Problem, reicht aktivierte Spülung mit Hypochlorid und Erbium-Jagdlaser? Vaporlock-Problem gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von Verkäufer von Endovac, das war so eine negative, eine Spüllösung, ein Spülkonzept, wo man, wo die Kanüle die Spüllösung angesogen hat. Und da die dieses verkaufen, haben dann gesagt, ja okay, wenn da irgendwie Luft im Kanal drin ist, eine Luftblase, kann man da nicht spülen. Das kann jeder mal an einem transparenten Zahn ausprobieren. Man muss nur die Spülkanüle auf und ab bewegen und dann ist der Vaporlock weg. Erbium-Jag, ein gepulster Laser, ist ein geniales System, um Kanäle mit Hypochlorid richtig sauber zu kriegen. Ja, das reicht, aber man muss trotzdem dann nachher natürlich noch ein Smearlayer auch noch entfernen, wenn man mechanisch aufbereitet hat. Nächste Frage. Hat sich seit Grossmann, wo man nur mit Spitzen zum Spülen im Kanal gearbeitet hat, die Erfolgsquote verbessert mit den neuen Methoden? Danke. Die Antwort ist nein, wahrscheinlich nicht, natürlich. Aber ist natürlich viel mühsamer, wenn man den ganzen Tag Endo macht wie ich, und das macht man dann nicht mehr mit von Hand. Wenn man von Hand aufbereitet, hat man den Vorteil, dass man ewig braucht. Früher in der Schilderschule zum Beispiel hat man pro Sitzung einen Kanal aufbereitet, ja, einen Kanal pro Sitzung. Das war extrem mühsam, diese Kanäle so konisch zu kriegen mit den Handinstrumenten. Heute ist man viel schneller. Dadurch hat man eben die Desinfektionswirkung verpasst oder verloren. Aber natürlich hat man heute viele andere Dinge. Man hat Mikroskop, man hat Aktivierung von der Spüllösung. Man hat sich einfach das Leben in der Endo einfacher gemacht. Aber manche Leute halten sich dann nicht an die Grundregeln und machen Abkürzungen und dann kommt es nicht gut. Brauchen Sie Negative Apical Pressure? Ich brauche es nicht. Ist es falsch zu brauchen? Nein, überhaupt nicht.
Ich sage, alles, womit man irgendwie besser spülen kann, auch Eddy, auch Endo, Activator, auch diese Schallsysteme, es ist alles gut. Es ist alles ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist alles etwas, wenn man sich Zeit nimmt und spült, sind alles gute Dinge. Ich sage gar nichts dagegen. Brauche ich selber? Nein. Hypen-X zerstört Biofilm nicht besser als Hypo? Nein, das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Ja. Dieses Hypen-X haben wir hier im Labor schon vor 5 Jahren oder 10 Jahren untersucht, das macht gar nichts. Das ist im Prinzip Silberzitrat. Das braucht man in der Tiermedizin. Das kann man auch, es gibt es jetzt wieder als BioClean, kommt wieder in Italien, wird das jetzt wieder propagiert. Man hört das immer wieder. Natürlich löst das mir leer auf, weil es Zitronensäure drin hat, aber Biofilm hat keine Wirkung drauf. Kann man auf einer gereinigten Oberfläche brauchen, wie Chlorhexidin übrigens auch, um nachher diese zu desinfizieren. Wie kann ich Calciumhydroxid vollständig entfernen für Wurzelfüllung? Ja, nehmen Sie einen biokeramischen Sealer oder einen Calcium-Silica-basierten Sealer, dann, wenn der abbindet, macht er Calciumhydroxid. Das ist in der Chemie von den Calcium-Silica-Zementen, den hydraulischen. Da muss man es nicht vollständig entfernen. Will man Calciumhydroxid vollständig entfernen, würde ich empfehlen, eben Ethidromat, also Dual Rinse, im Hypochlorid drin zu haben, weil das löst das Calcium besser raus. Können Sie zu Hause selber ausprobieren. Oder sonst eben Zitronensäure oder EDTA. Früher, bevor ich das Dual Rinse hatte, ja, habe ich immer in der zweiten Sitzung, nachdem ich die Calciumhydroxid-Einlage drin hatte, in der zweiten Sitzung habe ich dann nur noch mit EDTA gespült, um das Calciumhydroxid besser rauszukriegen. Was halten Sie von Durance als Ersatz von Wechselspülung NaOCl EDTA? Sehr viel. Ich habe es selber entwickelt. Das kam wahrscheinlich früher in dem Vortrag, diese Frage. Welches Gerät zur rotierenden Aufbereitung können Sie empfehlen, das nur aufbereitet? Das ist bei uns schwierig, weil wir in der Uni sind, kriegen wir immer diese ganzen Geräte gesponsert, die ganzen rotierenden Systeme. Heute ist es wie mit den Telefonen. Heute können die Geräte vieles, was man nicht braucht. Ja? Und trotzdem gewöhnt man sich dann an diese, ich habe gerne die kabellosen Motoren, das gibt es von verschiedensten Herstellern, das gibt es von NSK, das gibt es von ATEEZ, das gibt es von alle möglichen Herstellern, wie finde ich eigentlich gut. Auch wenn Sie messen können während der Aufbereitung die Länge, würde ich das einfach abstellen oder nicht brauchen, diese Funktion. Was ist mit Cupral als Calciumhydroxidlösung? Ist das auch zu empfehlen? Cupral kenne ich nicht. Hat das Kupfer drin? Dann würde ich es nicht nehmen, das ist verdammt giftig. Was halten Sie von Ledermix als Med anstelle von Calciumhydroxid bei Behandlung in 2 Sitzungen? Halte ich auch für verfehlt. Da sind verschiedene Gründe. Ein Grund ist mal, ich hatte gerade gestern wieder so einen Fall, habe einem Kollegen einen Eckzahn, der den Kanal nicht gefunden hat, geschickt. Der hat Ledermix noch reingetan, weil er Angst hatte, die Patientin könnte Schmerzen haben und der Zahn hat sich einfach massiv verfärbt. Ledermix verfärbt die Zähne. Dazu gibt es randomisierte Studien. Drum nehme ich schon mal nicht gerne. Ich putze lieber den Kanal sauber aus und sage dem Patienten, schauen Sie mal, es tut 2-3 Tage weh, damit können die Patienten umgehen, aber man muss es ihnen sagen. Ja? Und früher habe ich denen Entzündungshemmer Ibuprofen mitgegeben, heute dürfen wir das in der Schweiz nicht mehr, aber ich sage einfach, gehen Sie in die Apotheke, 400 Milligramm Ibuprofen, alle 8 Stunden, wenn Sie Schmerzen haben. Nach 3 Tagen ist der Entzündungsschmerz weg. Wenn man Steroide nehmen will, also steroidale Entzündungshemmer, was im Ledermix da drin ist, kann man diese auch spritzen. Also wenn ich zum Beispiel mal chronische Schmerzpatienten habe und so weiter, dann spritze ich lieber das Cortison direkt an die Wurzelspitze. Ja. Aber das können Sie mir gerne eine Mail schreiben, ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Das geht gut. Also ich bin nicht so Ledermix-Fan. Zudem ist auch Ledermix, wenn man so halb aufbereitet hat bei vitalen Fällen, ist eben das Ledermix, es löst kein Gewebe auf, es macht gar nichts, aber es nimmt die Schmerzen, da hat man im zweiten Sitzungsgefühl, ja, der Patient ist ja schmerzfrei, ich fühle jetzt mal ab. Und da passiert eben genau das. 2-3 Jahre später kommt der Misserfolg. Können Sie die letzte Folie nochmal zeigen? Ja, kann es nochmal zeigen.
Also eben saubere Längenkontrolle bei der Aufbereitung, respektive während der Aufbereitung. Nicht während der Aufbereitung, aber bevor man dann mechanisch aufbereitet. Auch vitale Fälle brauchen Zeit und die richtige Chemie. Gut. Und dann Hypochlorit ist kompatibel mit Calciumhydroxid und Ethidronat. Okay, können wir zurück zu den Fragen. Werden Zähne mit Calciumhydroxidanlagen nicht deutlich spröder? Das ist eine ganz interessante Frage und die Antwort ist nein. Ich habe viele Studien gemacht zur Mechanik von Dentin. Was tatsächlich das Dentin massiv schädigt, ist konzentriertes Hypochlorid, weil es wirklich sehr stark proteolytisch ist. Calciumhydroxid, Sie müssen sich vorstellen, bei einem Erwachsenen, das Volumen von einem Wurzelkanal ist sehr, sehr klein und die Dentinmenge sehr groß. Jetzt, wenn man da das Calciumhydroxid reingibt, dann stellt sich nach 2-3 Stunden ein Gleichgewicht ein. Es passiert gar nichts mehr chemisch. Das Zeug hockt einfach da drin. Passiert nichts. Diese Idee, dass Calciumhydroxid die Wurzeln spröder machen könnte, das kam ursprünglich von Andreasen und Zweck, die festgestellt haben, dass eben Zähne bei Kindern mit weit offenen Kanälen mit Calciumhydroxid, die mediziert waren, häufig brachen. Aber das muss nichts mit dem Calciumhydroxid zu tun haben. Trotzdem ist man heute mit dem Calciumhydroxid ein bisschen vorsichtiger geworden. Es macht die Dentin ein bisschen spröder, aber wie gesagt, das ist klinisch irrelevant. Vorsichtig ist man geworden, bei Kindern da 6 Monate Calciumhydroxid-Einlagen alle paar Wochen zu wechseln, das macht man heute nicht mehr. Ich hoffe, das war's. Kommt noch eine Frage? Nicht, ich hoffe, das war's. Ich hoffe, die Frage wurde gut beantwortet. Sie haben gerne weitere Fragen. Können noch eine Minute warten. Wie würden Sie Kanäle bei Milchzähnen desinfizieren? Ja, bei Milchzähnen, das ist nicht mein Kerngebiet, weil ich behandle eigentlich keine Milchzähne. Das machen bei uns die Kinderzahnärzte. Aber im Grunde genau gleich. Also wenn man, was man ja selten macht, dass man tatsächlich bei einem Milchzahn Pulpektomie macht, also dass man wirklich die Kanäle auch desinfiziert, kann das auch mit Hypochlorid machen. Das geht gut. Bei der Pulpotomie, also wenn man nur die Pulpa aus der Krone entfernt, auch da kann man mit Hypochlorid spülen, einfach die Krone und dann alles desinfizieren mit Hypochlorid, bevor man dann seinen Calcium-Silikat-Zement da einbringt. Weit offener Apex, welche Einlage, welches Wurzelfüllmaterial? Auch gute Frage. Früher hat man, eine Zeit lang hat man empfohlen, Antibiotikapasten zu nehmen für solche Zähne und dann zu revaskularisieren. Antibiotikapasten sind, halte ich für völlig verfehlt, weil die sind sehr zellschädigend in der Konzentration und eben Antibiotika sollte man eh vorsichtig sein. Man ist wieder aufs gute alte Calciumhydroxid zurückgegangen. Das macht eine Calciumhydroxid-Einlage und dann in der zweiten Sitzung sollte man dann, und das ist jetzt vielleicht die Ausnahme, da kann man mit EDTA spülen oder mit Zitronensäure, wenn man tatsächlich revaskularisieren will. Ich mache das nicht, weil sich dadurch Zähne auch verfärben und die Wurzel eigentlich nicht gestärkt wird mit den momentanen Materialien. Ich mache immer noch einen MTA-Plug am Apex. Ja. Aber das geht auch besser, wenn man vorher Calciumhydroxid drin hatte, einfach weil sich dann das Gewebe, das periapikale Gewebe ein bisschen beruhigt. Nicht mehr, vor allem wenn es noch irgendwie rauseitert oder rausblutet. In der zweiten Sitzung kann man das Calciumhydroxid rausspülen und MTA an den Apex setzen. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, würde ich sagen, wir sind am Ende des Webinars. Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Zehner, für den spannenden Vortrag. Jetzt haben wir doch noch eine Frage, die würde ich vielleicht noch mit reinnehmen. Total Fill BC, wenn man es überfüllt, ist es ein Problem. Weniger als bei anderen Zielen, ja. Aber man muss sich schon bewusst sein, es ist auch zum Beispiel, wenn man Calciumhydroxid nimmt mit einem Röntgenopaker,
Das habe ich auch nicht gesagt, aber ich habe auch schon so ein paar solche Fälle gesehen, wo Leute das ganze Mitoxid mit Röntgen und Parker über den Apex rotiert haben. Der Röntgen und Parker bleibt natürlich da. Der Zement selber, also das Total Fill selber, ist eigentlich sehr biokompatibel und wird auch resorbiert, aber der Röntgen und Parker da drin ist nicht. Welches Finance-System nutzen Sie, kommt noch eine Frage. Ich nutze eigentlich, eben, ich bin ein armer Kerl und muss nur Revisionsbehandlungen machen, von morgens bis abends und apikale Chirurgien und so weiter. Also ich nehme nicht irgendein 0815-System. Ich habe verschiedene Systeme zur Verfügung, die ich nehme. Ich nehme eigentlich um die Hauptgut daraus zu grübeln, nehme ich gerne die alten Reziprok-Feilen, die noch ein bisschen steifer sind. Und nachher zur Formgebung mag ich immer noch die Pro-Taper. Ich nehme heute die Pro-Taper Gold. Ist einfach der Shape oder die Form, das kommt wirklich von der alten Schilderschule. Das ist einfach eine schöne Form, die ich fülle warm vertikal. Und ich mag diese Form halt gerne zum Füllen. Aber heute haben viele andere Hersteller auch gute Feilensysteme und auch guter Perker, die aufs System passt und so weiter. Also ich denke, da kann man heute viele, viele Hersteller berücksichtigen diesbezüglich. An der Uni müssen wir natürlich auch ein bisschen das nehmen, was wir gesponsert kriegen, mehr oder weniger.